Das Wetter ist warm. Wie ist der Himmel? Wie ist der Himmel? Der Himmel ist grau. Der Himmel ist grau. Scheint die Sonne? Die Sonne scheint nicht. Die Sonne scheint nicht. Das Wetter ist schön und viele Blumen blühen. Die Narzissen. Ja. Die Tulpen. Die Rosen. Ja. Und noch habe ich die Nelken. Was ist die Nelken? Nelken, was ist das? Was für eine Blume ist das? Was bedeutet die Nelke? Rose, Tulpe, Narzisse, Nelke, was ist das? Da? Gwasdika, natürlich. Natürlich, Gwasdike. Also, und ich beschloss einen Blumenladen öffnen. Einen Blumenladen. Blumenladen. Цветочный. Also, Tulpen. Wo sind die Tulpen? Hier sind die Tulpen. Hier sind die Nelken. Die Rosen, natürlich. Die Rosen und Narzissen. Und Narzissen. So ein Blumenladen. Und ich verkaufe, kaufen, покупать, verkaufen, verkaufen, что делать? Продавать. Ich bin die Verkäuferin. Продавщица. Also, bitte. Guten Tag. Guten Tag, was kostet diese Rose? Eine Rose kostet 1 Euro. Eine Narzisse kostet 50 Cent. Да, нема и 5 нарциссен. 5 нарциссен. 5 нарциссен. 1, 2, 3, 4, 5. Bitte. 4. 2 Euro, 50 Cent. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ich danke auch. Auf Wiedersehen. Auch bitte sprechen wir noch einmal. Und jetzt Alina ist die Verkäuferin. Alina ist die Verkäuferin, bitte Alina. Und Dasha möchte die Blumen kaufen. Haben wir schon da? Voll Magazin. Guten Tag, guten Tag. Was kostet diese Narzissen hier? Eine Narzisse 50 Cent. Und eine Tulpe? Eine Tulpe. 10 Cent. Da nehme ich 7 rote Tulpen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bitte. 7 Tulpen. Und 7 Cent. 70 Cent. Auf Wiedersehen. Ich danke auch. So viele Blumen, ein Garten. Und in diesem Garten steht ein Haus. Ein Haus, mein Haus. Der hat 1, 2, 3, 3 Fenster. Mein Haus, das hat 3 Fenster. Also, Sie müssen alle im Chor. Drei, vier. Mein Haus, das hat drei Fenster. Drei Fenster hat mein Haus. Und hätte es nicht drei Fenster, da wäre es nicht mein Haus. Also mein. Ja? Drei, vier. Haus, das hat drei Fenster. Drei Fenster hat Haus. Und hätte es nicht drei Fenster, da wäre es nicht Haus. Haus.
Das hat Fenster. Fenster hat und hat es nicht. Fenster, da wäre es nicht. Fenster. Ja? Fenster. Also, right here. Das hat Da wäre es nicht. Noch, was noch? Nicht. Nicht. Ich habe hier viele, viele Blumen. Die Rose. Diese Rose ist klein. Klein. Diese Rose ist kleiner. Kleine. Diese ist klein. Okay. Und diese ist kleiner. Klein, kleiner. Mensch. Und diese, diese Rose ist am kleinsten. Самая маленькая. Ich habe hier drei Rosen. Diese ist klein, diese ist kleiner und diese ist am kleinsten. Итак, к розам у нас есть словечки, которые прилагаются, называются прилагательные, да? Маленькая роза. Они помогают нам описывать. Маленькая роза. Маленькая. Меньше. Самая маленькая. Мы сравниваем. И вот это называется степень сравнения прилагательных. Да? Итак, давайте посмотрим. Klein. Ja, klein. Kleiner. Kleiner. Und am kleinsten. То есть, когда у нас две розы, мы их сравниваем, да? Сравниваем. Поэтому вот эта степень называется сравнительная. Мы сравниваем, да? Этот мальчик умный, а тот умнее. Эта девочка красивая, а та красивее. Эта собака толстая, а та толще. Да. Мы сравниваем. А если у нас уже несколько роз, да, несколько роз, мы из них можем найти самую-самую. И вот эта степень называется превосходная. В немецком языке суперлатив. Суперлатив. Самое-самое из всех. Итак, давайте-ка посмотрим, а чем же отличаются. Кляйн, понятно, слово, которое мы знаем. Кляйн. Кляйн. Оно везде присутствует. Чем отличаются позитивная степень от сравнительной? Чем они отличаются, два слова? И чем не отличаются? Суффиксы называются в немецком языке. Суффикс. Итак, «эр». Здесь появляется словечко «ам» и суффикс «стэ». И суффикс «стэ». «Шэн» – красивый. Ну, все цветы, конечно, красивые. Поэтому «meine Meinung nach» – «по-моему». По моему мнению, diese Blume ist schön. Schön. Diese Blume ist schöner. Und diese ist am schönste. Am schönste. Also, bitte, schlag bitte eure Hefte auf. Schlag bitte eure Hefte auf, schreibt das Datum. Heute ist der 16. Mai.
am 16. Mai. Und das heutige Thema. Степени сравнения прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Сколько степеней сравнения у прилагательных? Три. Три. Позитив. Компаратив. Und суперлатив. Суперлатив. Сравниваем. И из трех, из десяти, из четырех, из двенадцати. Выбираем самого-самого-самого умного, самого красивого, самого толстого, самого... самого. Also, klein, kleiner, am kleinste. Schön. Am schönsten. Подожди, Пиш, скажите, пожалуйста, а всех можно прилагательных образовать степени сравнения? Нет. Нет, например. Более деревянный, менее деревянный. Да. Не может быть этот стол деревянный, а тут еще деревяннее. Да? А тут самый деревянный стол. И камни. Хорошо. Садись дальше. Вирлер!